Tag, was geht? Der 8. Spieltag, der 8. der ASPL. Spoiler, ich habe schon den 9. gespielt. Das werdet ihr wahrscheinlich dann nächste Woche hören. Aha, kann ich das so sagen. Wir sind jetzt in der Reservewoche. Sprich, in der Woche, wo ich aufnehme, muss ich auch hochladen. Und ja, wird alles schön. Ich habe so gar keine Lust mehr so richtig. Kann ich euch sagen. Und es müssen ein paar Wins her, dass ich eigentlich irgendwie nicht absteige. Problem ist, mit den paar Spieltagen, die wir jetzt noch übrig haben, mit Spieltag 9 noch dazu, müssten wir eigentlich gefühlt jeden noch gewinnen, sodass wir einigermaßen noch eine Chance haben, überhaupt da noch drin zu sein. Ja. Sehr schön. Ich habe keine Lust drauf, um ehrlich zu sein. Aber naja, machst du nichts. Passiert halt. Halt nicht meine Season. Der Kader ist absolute Grütze. Und ja, vielleicht muss man sich ja erst vorher aufregen, sodass irgendwas funktioniert. Ne? Naja. Man möchte ja nicht sagen, dass man halt, dass man nur Pech hatte. Man hat ja auch ein paar gute Runden gehabt, so. Also, Hex auf meiner Seite meine ich damit. Genau, ich schreib mal Damon eben an. So. Kann ja ganz schnell rübergehen. Wir haben Live Orb Meloetta. Der soll einfach nur böllern und halt ein bisschen. Also halt bestimmte Monster unter Druck setzen so dadurch. Oder halt rausnehmen. Dann haben wir Element Scarf Staraptor, das ist so mitunter das beste offensive Mon, was wir hier haben. Der hat so nicht so richtig einen Switchen dafür. Außer Zamazenta Crowned. Das ist so der beste Switchen, den er hat. Und ansonsten wird alles getuschattet. Ja. Dann haben wir ein offensives Giratina mit Core Mind, was Speed Investment hat für Non-Speed Fezzendibity. Sodass, falls wir einen Core Mind draußen haben, können wir ein Speedef-Set sogar two-shotten. Also, ist eine Roll. Aber, glaube ich, auch nochmal in seinen Favor war das gewesen. Ist ja First Death, two-shotten wir den auf jeden Fall. Dann haben wir First Death Vaporeon mit ein bisschen Speedef, also ganz wenig. Ich glaube, das war so ausgemittelt für ein, zwei Mons gewesen. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, was es nochmal war. Also das spezielle Investment ist auf jeden Fall für Lando. Ei. Ja. Wir haben eine Covered Cloak für Zwecks Slowking, falls er Psychic Noise spielt. Dass wir zumindest Vaporeon immer noch hochwischen können. Ja. Dann haben wir Full First Death Covenite. Der ist eigentlich dafür da für. Das First Death Investment of Vaporeon war für Cinerace. Covenite war für irgendeinen Mann, was First Death ziemlich gut aufgehalten wird. Das kann ich sagen. Kann aber noch sein Aboliva, was auch richtig eklig ist, ein bisschen in Schacht halten. Hoppala. Genau. Also, wir haben hier Taunt, dass er nicht Strength Zappen kann, zum Beispiel. Und ja. Huch. Wir haben, wie gesagt, Covenant haben wir Taunt, sodass er halt nicht Strength Zappen oder Seeden kann gegen uns. Und haben noch Rocky Helmet. Gefühlt das einzige Item, was wir gespielt haben auf dem. Wir haben gefühlt die Standardattacken, wir haben keinen Defog bei. Dafür haben wir, komme ich gleich zu, Rapid Spin auf Excadrill. Wir haben ein eher squishy, defensives, speedy Excadrill dabei mit Lefties. da das Ding Aboliva ja Seed Sour hat, kann er ja auch einen Grassy Terrain rausholen. Habe ich mich denn dafür auch für High Horsepower entschieden statt Earthquake. Ja, ist halt, ne, kann missen, aber was soll's. Rein theoretisch, also wir haben Moldbreaker auf dem, auf Excadrill. Wenn er Electros bei hat und er hat diesen Schild nicht drauf, könnten wir rein theoretisch auch dieses Electros touchen. Ansonsten touchen wir das Ding so gar nicht.
Das ist der beste Move Rapid Spin, den wir dagegen drücken können. Und ansonsten haben wir noch Rocks Iron Head noch mit drauf. Ja, Rocks könnten okay sein. Ich habe zwischenzeitlich auch noch für Double Edge überlegt oder so, um halt einen guten Damage Output zu haben. Aus dem Grund, sofern Electros halt drin ist und wir in den halt reingehen, sodass der, also und der in der Range ist, das Double Edge killt. Ja, genau so. Und ich keinen Bock. Joa. Ja, ich habe gerade mich ein bisschen eingeschleimt bei Damon, weil er gesagt hat, dass seine Kamera gerade nicht geht. So, ja, ansonsten, ich glaube, das Mikrofon kam noch ein Stück höher, wa? Ich weiß es nicht. Ich sag schon mal Entschuldigung, falls das Mikrofon wieder zwischendurch ausfallen sollte. Ich kann es halt auch nicht immer garantieren, ne? Also, als ich jetzt hier gerade gestartet hatte, die Aufnahme da... musste ich das wieder raus und reinstecken. Ja, wie gesagt, falls irgendwo ich nicht zu hören bin auf einer längeren Zeitraum und ich das halt nicht mitkriege da, entschuldigt mich. Je nachdem versuche ich das halt noch zu nachzukommentieren oder ich versuche da so schnell wie möglich das irgendwie zu sehen und ja. Ne? Gut. Ich achte halt nicht immer auf dem unteren Bildschirm sozusagen beim Audio-Mixer von OBS. Ansonsten würde ich eher sagen, wir sehen uns gleich wieder, ne? Wenn Damon das alles geregelt hat und wir suchen. Bis gleich. So, wir können suchen. Ja! Dann geht's ja jetzt los. Mal gucken, ob das wieder so eine schlimme Hass-Tirade wird wie letzte Saison. Die ich natürlich nicht haben will, ich da, ja? Vorweg. Ja. Die hatte ich, glaube ich, gegen Lilou schon gehabt. Das ist absolute Hass-Game. Ja. Ja, mal gucken, was er bei hat. Vielleicht fällt halt da nicht so tolle Sachen bei. Okay. Ja, ja, ja. Ah, genau, jetzt habe ich Roaring Moon war das gewesen. Er hat Slowking. Er hat Cinerace. Er hat Bescu. Den können wir sogar mit Vaporeon nehmen, wenn der kein Moldbreaker spielt. Aboliva. Oh, der Elektro ist nicht bei, ne? Dann hat er Roaring Moon und er hat Summer Center geschaut. So. Noch eine Dreiviertelstunde hier gefüllt noch zum Auswählen. Ja, rein theoretisch wäre es eigentlich ganz cool, mit Staropter zu liegen. Weil da habe ich, da verliere ich eigentlich nichts. Kann einfach. Oh, er hat sogar Fersendibity nicht bei sich gerade. Oh, krass. Also er wird irgendwo einen Fürstaffmann mit haben. Also. Es wird safe Summer Center sein, dass er so ein bisschen squishy defensiver ist. Also der ist ja generell fett, so. Und ja. Und wenn er halt mit Summer Center leadet, dann ist es halt so. Müssen wir halt instant in Giratina gehen. Also wir haben... jo, Kisuke. Das ist der. Mal gucken. Also rein theoretisch würden wir den jetzt schon wegjeeten, ne? Cinderace. Würden wir den sogar ausnocken mit einem Brave Bird. Aber wir müssen gucken, ob der Scarf ist. Bitte sei kein Scarf. Bitte, 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 bitte. Der kann bestimmt Scarf sein. Ja, dann weiß er zumindest nicht, dass Staraptor kein Scarf ist. Also, dass er Scarf ist, so, sorry. Ja. Also, entschuldigt wegen dem Atmen. Na, es ist wieder sehr toll dabei. Okay. Oh, lol. Warte. Cool. Das nehme ich gerne. Das nehme ich sowas von gerne. Das ist ja weg.
Okay. Das ist cool, dass er den First entzeckt. Hätte ich nicht erwartet. Das ist echt cool. Ich glaube, hätte er ein bisschen HP-Investment gehabt, so, ne? Weil der kann auch ein bisschen HP gehen. Könnte das auch eine Roll gewesen sein, je nachdem. Der braucht nicht Fälle. Also ab 36 HP-Investment ist es schon eine 93%ige Chance, so, ne? Ja, aber die wandert halt stetig. So ab 48 hat er schon eine 87%ige Chance. Das ist echt cool. Das ist wirklich cool, dass Simrace gerade down ist. Ja. Was nun tun? Na, vielleicht habe ich ihn jetzt ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Das kann natürlich auch sein. Okay. Warte mal. Stirbt der nicht auch daran? Ja, wenn er HP invested ist, dann wird er halt locker daran leben. Aber wir gehen mal in den, weil wir haben, glaube ich, Mordbreaker nicht gesehen. So. Dann sind die Rocks ja ziemlich fein sogar. Spukball kommt. Könnte ein bisschen drücken, aber nicht viel, aber. Oha. Ist okay. Vollkommen fein. Wir kriegen keine Drops auf jeden Fall, weil wir, warte mal, 248 haben wir, ne? Und 53, also hat er 47 gedrückt. Könnte auch Speck sein. Shadow Ball kommt. Zwiftzim. Also der ist Adaptability auf jeden Fall. Ja, der Specs, glaube ich. Oder? Ja, der ist Timid Specs. Der ist auf jeden Fall Timid Specs. Und dann drücken wir hier Schutzschild. Das ist gut. Das bisschen Investment reicht sogar aus. Na, schade, dass er jetzt Protect so, ne? Orihime, das war, glaube ich, sein. Genau. Ja, also, das ist so. Ein Protect hat ein bisschen fehlgeschlagen, aber dann ist es so. Zack. Dann könnten wir rein theoretisch sogar jetzt in Covenant gehen, denke ich mal. Ja, das Gute ist, dass Cinderace halt einfach down ist. Ne? Der macht mir nicht mehr so viel Druck. Weil dann müssen wir nicht hin und her überlegen. Aber er kann mich halt auf den falschen Fuß erwischen und halt doch dieses Nischen-Terra-Feuer spielen. Das kann er durchaus auch. Aber ich glaube, wenn er Terra spielt, dann wird es Fairy sein. Weil das wirklich meiner Meinung nach das Bessere ist. Und das hat sich nach den Test-Battles auch schon bewährt. Dass es Fairy ist. Aber ich möchte trotzdem nicht sagen, dass es hundertprozentig Fairy ist, sondern dass er Fire halt auch, so, wie gesagt, die Nische hat, um sowas wie Corvina halt einfach wegzujieten, weil der schon ein bisschen nervig sein kann für ihn. Genau. So. Der Zwinger kommt aus dem Grund für... Er hat Giga Drain. Okay. So. Dann würde ich eigentlich eher sagen, dass wir hier U-turnen, oder? Weil ich glaube, der kann hier einfach rausgehen. Der wird hier rausgehen in den Brave Bird, in Summer Center, denke ich mal, oder? Okay. Ist gut. Na, dann werden wir jetzt sehen, was er für eine Terra hat. Ob er wirklich Terra Fire ist. Er ist was? Er ist Terra Fire, seht ihr? Ich habe ja gesagt, ich wollte nicht sagen, dass das nicht spielen kann. So, ne? Na, das Gute ist, dann ist er kein Terra Fairy. Und aus dem Grund, er hat Rocky Helmet, okay.
Rocky. Aus dem Grund könnte Giratina hier einfach mal Bock haben. Also, worken. Und ich glaube, wir gehen jetzt hier aber einfach mal Meloetta, den Terrorblast ein bisschen abfangen. Das kann ja ziemlich okay. Und er sah jetzt nicht nach offensiv aus. So. Ja, das ist ganz okay, der Match. Kriegen dadurch nochmal ein bisschen Chip. Chip, Chip ist Chip. Chip ist Chip. Ja, so. Da kann natürlich ein Rolling Moon reinkommen. Ich möchte jetzt aber erstmal gucken, wie viel Meloetta drückt. Es waren so knapp. Also 50% machen wir, glaube ich, nicht. Es waren um die 40, glaube ich, gewesen gegen Aboliva. Wenn er jetzt du bist Terra Fire jetzt. Ja, wenn er nicht Spedef investiert ist, könnten wir sogar Two-Hitten. So. Drück mal jetzt hier meine Psychic. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Der ist nicht Spedef. Der hat kein Spedef Investment. Und durch die Grassy Terrain, klar, macht er jetzt mehr Damage, so, ne? Terra Blast und Dings noch, ne? Terra Blast. So, zack. Ich würde jetzt auf eine Kehrtwende gehen. Also er weiß, dass er hier noch eine lebt. Deshalb könnte er... Er hätte es hier riskieren können. Ja, so Tora, bist... Wer bist du? Das ist Slowking. Das ist vollkommen okay. Und dadurch drücken wir jetzt hier U-Turn, um die Switch Advantage nochmal zu kriegen. Und der ist kein Rocky Helmet. Okay. Das heißt, wir könnten in den gehen, oder? Klar, wir könnten in den jetzt gehen. Glaube ich einmal Call meinen. Oder? Nee, kann er nicht, weil... Giratina. Beschde. Slow King. Oh, Defensive Pivot. Shadowball wird hier ein bisschen drücken. Bist du jetzt Bedef? Drückst du ihm knappe 50 mit Shadow Ball. Ja, so, ja, mehr als 50 sogar. Plus. Ich glaube. Er kann sich hier schon wahrscheinlich erlauben, ihm zu den Rolling Moon zu gehen. Haben wir Chip of Covenant? Ja. Das heißt, Firefang, wenn er Dings ist, könnte uns two-hitten. Da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Da müssen wir den Safe irgendwie reinkriegen. Ich glaube aber, den Safe in Shadow Ball erstmal drücken ist ganz okay. Genau, weil der drückt jetzt, kriegt jetzt hier Schaden, wenn er Anti-Geistbeere ist. Also Anti-Geistbeere, der könnte es Bedef sein. T-Wave kommt, ja, das ist okay. Wie gesagt, wir haben so viel Speed, um halt ein bestimmtes Monster zu spielen. Das hat er nicht mal mitgenommen. Und ja, wir sind so oder so langsam als alles gefühlt, was er bei hat. Bis auf Slowking natürlich. So. Jetzt drücken wir einfach Draco. Aus dem Grund, falls er jetzt Rolling Moon reinholt. Aber ja, ich glaube, der wird wahrscheinlich Samazenta reinholen, denke ich mal. Also ist jetzt das Beste, was er reinrufen kann. Aber ich glaube, also wenn er jetzt hier safe denkt, im Sinne von, ich drücke jetzt hier Shadow Ball, könnte ich mir vorstellen, dass er hier Rolling Moon reinholt. Genau. Aber wie gesagt, wenn es ein Spidef Samazenta ist, dann kann er den auch einfach gut reinholen. Weil ich glaube, so Spidef Samazenta mit Iron Defense, Body Press Gigastoß, also Gigantenstoß, reicht, glaube ich, aus, um mich zu besiegen. Jupp. Und das müssen wir dann irgendwie verhindern. Dass der halt... Oh, der wäre tot. Der wäre so richtig tot. Ach, dammit. Das ist natürlich sehr, sehr unlucky. Oh, der ist einfach voll. Oh Mann, oh. Komm, ich will jetzt nicht. Ist egal. T-Wave hat er, habe ich gesehen. So, Lefties haben wir gesehen.
Dann drücke ich jetzt hier den Safen. Oh, Junge. Okay. Und Shelly hat ja. Ja, ist okay. Passiert, passiert. Da nochmal Chip drauf zu kriegen, wäre ganz cool gewesen. Aber nein, ist halt so, ne? Kannst du jetzt auch nicht ausmalen. Gut, dann wird er jetzt hier Wrong Mood reinholen. Glaube ich. Also, denke ich. Genau. Klar, also, ne, Aboliva ist halt immer noch da, aber ihr habt gesehen, Giratina ist sogar noch schneller als Slowking. Aboliva hat jetzt auch nicht viel mehr. Der kommt rein, der ist auch ein bisschen aua. Könnten rein Tisch in den gehen. Aber der wird wahrscheinlich Flip Turn, denke ich mal, ne? Oder wird Shadow Ballen? Ich glaube, der will hier Shadow Ballen, oder? Also, wenn er jetzt hier Flip Turn ist, ist es gut für ihn. Aus dem Grund, weil Vaporeon ist jetzt angechippt. So. Oder er spielt halt hier safe. Er drückt Ice Beam. Okay. Ich sag dazu nichts. Yes, Bex. Ach Mann, ey, das ist echt doof. Yasutora, wer warst du nochmal? Ach der. Wish. Problem ist, den hochzuhalten wäre echt schwierig. Ja. Wundstrom kommt. Er kann jetzt hier nochmal Donnerwelle drücken. Okay, das denke ich mal. Okay, gut, er drückt das. Könnten wir hier auch Flip Turn. Aber dann sind wir tot. Oder? Ja, dann sind wir tot. Mit Vapo. Ja, mal gucken, was er hier hat, was er jetzt drückt. Byakuya. Oh, den hat er noch gar nicht so gehabt. Okay, das bist du. Du bist Booster Energy. Angriff. Drückst du jetzt DD oder drückst du Protect? Knockoff. Ich glaube, er weiß, dass ich einen Scarfer habe. Und er hat hier Protect gesehen. Hier machen wir, glaube ich, mit Grunt. Und wenn er sich die, dann haben wir ja Meliodas wieder hochgeheilt. Ach man, ey. Okay. Ja. Da müssen wir jetzt gucken. So. Der wird wahrscheinlich angreifen. Nochmal die Dien. Keine Frage. Roaring Moon. Dragon Dance Booster Energy. Du bist Attack. Dann hast du Covenite. Hier ist das falsche Set. Corvignite. So. Du bist plus 1 und plus 1. Und wir haben 304 HP. Und 76.
Ich würde jetzt hier extra sacken, weil der macht gar nicht so viel. Klar kann er Bolivar noch töten, aber in dem Matchup ist er, glaube ich, jetzt nicht so geil. So. Ja. Klar, jetzt kommt nochmal Didi. Jetzt bist du plus 2. Und jetzt könnte der Knockoff schon killen. Drücken wir einfach mal Iron Head, um den zu chippen. Knirscher. Knirscher hat er, okay. Crunch. Der macht nicht genug. Und Fire Fang? Fire Fang wäre auch eine Roll. So. Er wird so weniger machen, wenn er diesen scheiß Tech Boost nicht drin hätte. So, wir müssen hier auf jeden Fall Body Press drücken und hoffen, dass der Pfeifink nicht killt. Okay, Crunch, der killt nicht. Der killt auf jeden Fall nicht. Gut. Body Press kommt. Der reicht natürlich nicht. Und jetzt drücken wir hier Roost. Und hoffentlich nehmen wir den jetzt mit raus. Ich glaube, der ist unter 16%. Wenn der jetzt down ist, ist echt gut. Okay. Das ist vollkommen fein. Also wenn ich den jetzt mitnehme, das ist perfekt. Weil ich habe sonst keine Chance mehr. Oh, perfekt. Perfekt. Nein, und down durch Corvi. So. Dann können wir rein. Theoretisch. Er könnte Samusenta gehen. Wir haben. Aber er könnte auch Basco gehen, denke ich mal. Von daher möchte ich gerne in den gehen. Einmal U-Turnen. Orihima. Okay, das ist. Das ist der. Da können wir auch einmal U-Turn drauf. Genau. Drücken einmal Kehrtwende. Klar kriegen wir Rocky Chip, aber dann soll es sein. Staraptor. Der ist das genau. Achso, das ist der Fire. Uiuiui. Achso, ich würde ja gucken, wie viel. Gehen in Giratina, denke ich. Jetzt können wir Free Shadow Ball drücken, auf jeden Fall. Du bist Terrafeuer. Was war das, Alluring Voice? Ah, das war Strength. Das ist okay. Du bist ein Aboliva. Was wahrscheinlich komplett Full Fist-Up ist. Feier. Ich gehe hier für den Shadow Ball. Er ruft zurück in was? Das kann nur Samusenta nur noch sein. Nee, das ist Slow King. Das ist Slow King. Wenn wir jetzt den Shadow Ball rauskriegen, ist es perfekt. Oh, das ist gut. Genau. Zack. Wir drücken. Der will hier Basco Legion reinholen.
Und ich hoffe, dass wir den Ralz mit rausnehmen. Ah, dammit. Ah, dammit. Warum? Warum lebst du das, du Hund? Ach, Mann. Junge, er hat 3 KP, der Typ. Ja, er muss jetzt hier auf jeden Fall über Eisen. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Ah, okay, das bist du. So. So, 252. Crunch. Der macht okayen Damage, also da sollten mir einige leben. Drücke ich jetzt auf jeden Fall, was ist, wenn ich jetzt einmal Comment drücke? Würde mir 2 hitten. Nee, ich will auf jeden Fall. Okay, drückt Sub. Er hat Kräfte, kommt. Sollte mir genügend machen. Dann kann er ruhig subben, wie er lustig ist. So. Ich möchte jetzt Erdkräfte weiterhin spammen. Crunch kommt. 305,1. Oh, das war guter Damage. Achso, oh, der hat kein Sp- Der ist kein... Oh, ja, der ist einfach nur so. 351. 71, da hat uns 29 gezogen. 91, 29. Der ist nicht komplett offensiv, oder? Der ist... Oh Gott, der hat ja gar keinen... Aha. Crunch kommt. Das ist natürlich unlucky jetzt. Oh, nice. Ja. 2,15. Wir sind minus 1. 2,15, 44. Der könnte jetzt hier auf jeden Fall killen. Mit Crunch. Könnte. Zu 68% natürlich. Ist aber vollkommen fein, wenn, glaube ich, die Retina down ist, oder? Dann müssen wir gucken, wie wir das über Abolle gegen Aboliva spielen. Aber wenn wir Melodata irgendwie wieder aufgetaut bekommen, sollte das, glaube ich, gehen. Denn dann drücke ich jetzt hier Shadow Ball und hoffe, dass wir den Crunch leben! Und hoff bitte! Ja! Oh, das ist gut, das ist wirklich gut. Junge, nein, 9% haben wir noch gehabt, 9 KP. 2%, ach du Heilige, der hat eine gute Roll bekommen. 41 bis 48 bei 0 in Tech Investment. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Er hat legit nur noch Besko. Und Aboliva kann natürlich auch noch ein bisschen nerven. Aber wir haben gesehen, Giga Drain, Terra Blast, Strength Zap. Vielleicht hat der auch keinen Alluring Voice, so, ne? Was jetzt auch nicht mehr so wichtig ist. Wir müssen nur das Meloetta irgendwie wieder hochgehalten. Also nicht hochgehalten, wie heißt das? Aufgetaut bekommen. Genau. Kenpachi, du warst. Das ist Besku. Das ist Besku Legion. Und du könntest hier einfach Shadow Ballen. Nee, du kannst auch einfach Flip Turn drücken. Genau. Du könntest jetzt hier Flip Turn drücken. Und ich gehe jetzt einfach für Spukball. Okay, du. Oh, okay. Hätte ich jetzt. Ja, das nee, ist okay, ist okay, ist okay. Das Legion hat einen Kill. So. Ah, X-Kill ist noch down. Der ist an Royal Moon gestorben. So, dann passt das. Dann gehen wir jetzt in ihn.
und hoffen, dass wir auftauen. Weil der ist Bex, das wissen wir. Und er muss raus. Er muss auf jeden Fall raus. Wir können jetzt hier einfach straight up Zeichen drücken und kann dadurch halt sein, ja, so Tor. Klar, wir hätten hier auch einfach irgendwo kann ich handeln. Okay, das ist vollkommen okay. So. Dann halte ich halt hoch. Drücken wir jetzt die Donnerblitz. Ist immer noch eingefroren, kann ich handeln. Denn ist es so. Drückt Tagedieb. Ist vollkommen fein. Vollkommen fein. Ich glaube, mit Chili Reception wärst du, glaube ich, hier besser gewesen, meiner Meinung nach. So. Komm, jetzt aber. Mir hört, das sei ein Macher. Oh, danke. Gut, dann haben wir jetzt nur noch eine Chance, über Meloetta zu gewinnen. Auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt noch eine Chance, über Meloetta zu gewinnen. Auf jeden Fall. Also über Meloetta und Staraptor. Schauen wir es mal so. Der wird jetzt hier Baskuligen reinholen, ne? Nee, der wird den reinholen. Orihime. Drücken jetzt hier zweimal Zeichen. Hier ist wieder ein Slowking. Ah, ja, nee, ich verstehe. Verstehe. Der will jetzt ein bisschen Life Orb chippen. So. Der wird jetzt hier wieder chillen. Auf jeden Fall. Oh, ja. Er wird hier chillen. Ach, die Vibe. Ja, ist okay. Wenn wir jetzt durchkommen, ist okay. Aber das Gute ist, dass der den jetzt hackt. Er muss jetzt eigentlich hart raus. Wenn dann. Ja. Und auf irgendwas eine T-Ball kriegen ist auch ganz gut. Genau. Der ist auf jeden Fall Hartz-Bedürf, also Staraptor kriegt gut. Das ist perfekt. Den lässt er sterben. Selbst Loki ist down und. Meloetta. Kriegt nochmal einen Kill. So. Klar, der ist halt ne gepaart jetzt so, aber Kenpachi kommt. 101. Wirst du jetzt hier Shadowballen? Wenn wir den jetzt sterben lassen. Kriegen wir das hin über Meloetta? Meloettas hacken. Und einfach Zeichen drücken. Ich bin ja das erste Mal schon nicht rausgegangen. So, ne? Und wenn er jetzt hier overpredicted, so wie jetzt, ist das ziemlich gut. Für uns. Jetzt müssen wir nur noch durchkommen und den halt two-hitten. Perfekt. Das ist richtig gut. Und dadurch kriegen wir jetzt nochmal Heilung. Und ich glaube, wenn Baskuligen alleine noch dasteht, könnten wir das über Staraptor into Vaporeon schaffen. Weil er muss sich dann für eins für beides locken. So, Zeichen, bitte komm durch. Danke.
Und er stirbt jetzt. Nicht. Das ist nicht schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm. Thank Zap kommt, ist okay. Sollte nicht so viel heilen, oder? Oder doch? Das ist nicht so viel, das ist okay. So. Komm bitte durch. Bitte, 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 bitte. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Wenn der gechippt ist. Oh, danke. Das ist gut. So. Der ist auf jeden Fall Specs, das wissen wir. Wie viel machen wir auf Aboliva mit denen? Wir machen gut Damage. Ich glaube, er drückt jetzt hier den Water Move. Oder Ice Beam. Eins von beiden. Ja. Okay, das ist gut. Das ist gut. Drücken jetzt hier Wish. Wish. Das ist okay. So. Das Feld ist draußen, ne? Hat Giga Drain, haben wir gesehen. Oh, jetzt nicht draußen. Ja, gut. Das Feld kommt oder so raus. Bolt ist. Wo ist es denn? Bei 257. 55%. Ja klar, killt er nicht. So. Das heißt, wir gehen hier auf Protect. Und danach auf den Scald. Genau. Und jetzt gehen wir auf Scald. Weil jetzt sind wir full life. Und er kann uns nicht two-shotten. Er kann uns schon two-shotten. Ja. Und jetzt drücken wir einfach Scald. Klar, jetzt kommt Streusaat, so, aber das ist egal. Das ist egal. Gigadrain kommt. Der sollte eigentlich nicht zu viel kriegen, oder? Aua. Okay. Dann. Mit denen jetzt irgendwie reinkriegen. Gehen wir jetzt hier nochmal auf Chip. Ne, wir drücken Wish. Wir drücken hier Wunschtraum. Auf jeden Fall. Aber. Ja, das lebt ja auf jeden Fall wieder zwei. Wo ist Aboliva? Ja, nee, ja klar, der kann einfach Giga drin drücken jetzt hier, ne? Klar. Nee, das war okay. Ja, dann war das Misplay. Egal. Wir müssen jetzt so viel Damage kriegen, was wir. Ach, schade. Ja, nee, dann haben wir das jetzt wahrscheinlich verloren. Das haben wir jetzt verloren.
Ach Mann, das sah so gut aus. Wo habe ich schon mal Scheiße gebaut? Ach Mann, ey. Warum ist das denn schon wieder so ein behindertes, knappes Match? Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Mann, leg mich doch am Arsch hier mit dem Mist. So, und da der Rocky Helmet hat, stirbst du Raptors oder so an dem. Ja, er stirbt locker. Ah, GG. Hast du noch gut runtergespielt. Ja, wir sterben jetzt einfach nur Yurika gefühlt. Und er drückt jetzt einfach Giga Drain. Und der Terra Ausbruch. Ach man, ey, wo hab ich das scheiß gespielt? Ich hab doch gut runtergespielt gerade so. Ich glaube, ich hätte ihn nicht voll. Ja, okay. Ja, ich hätte. Na, Wish war, glaube ich, der Play gewesen, dass ich den nicht drücke. Wir hätten einfach scoren sollen weiterhin. Und dann hätten wir einfach easy going auch Brave Burden können, glaube ich. Ach, dammit. Ja, ich glaube, das war der Play gewesen. Och Mann, ey. Och Mann. Und dann warum denn schon wieder so. Oh, sorry, dass ich gerade nichts gehört habe. Nicht aufgenommen. Ach, Dingsbums. Warum ist es denn schon wieder so behindert, das knappes Match? Alter. Das ist doch so unverdient. Warum habe ich denn jetzt jedes Mal so behinderte, knappe Matches, die ich alle verliere? Oh, ich habe das doch so gut gespielt. Der hat voll das entspannte Team gehabt. Und Cinderace war Runde 1 tot. Der war überhaupt nicht mehr in der Gefahr. Ach Mann, ey. Lass mich doch alle in Ruhe mit dem Mist. Tschüss.